Ja, und damit willkommen zurück zu Murder Soul Suspect. Wir sind immer noch hier im Police Department und müssen hier die Polizisten ablenken, damit wir mit Joy vorankommen. Schauen wir mal, ob wir die beiden ablenken können hier. Einen haben wir schon mal. Da haben wir noch was sammeln. Verlangen. Das ist aber neu, aber dass jetzt auch immer diese Tipps kommen, ich weiß nicht, ob ich die ausstellen kann. Muss ich mal gucken, ob ich die ausstellen kann. Profil des Mörders. Verdächtiger ist männlich, vermutlich ohne direkten Familienangehörige. Kann sich frei in der Stadt bewegen, nur wenige Male in der Nähe der Tatorte gesichtet. So, ich muss mal schauen, kann ich die Tipps ausschalten? Ich schau mal eben. Weil die kenne ich ja alle schon eigentlich nicht. Also hier ist nur Steuerungsoption. Obwohl ich eigentlich eine Spieloption bin. AV-Option ist Helligkeit, Spezialeffekte, Untertitel, Helligkeit, okay. Anscheinend nicht. So, wie kriege ich ihn denn hier? Das ist deine Chance. Los, 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 los. Das war knapp. Wo sind denn alle? Detectives arbeiten in der Tagschicht. Okay, welches Büro ist Baxters? Da hinten im Flur auf der rechten Seite. Okay. Vielleicht sollten wir uns das nochmal genauer ansehen. Obwohl, das hatten wir doch eigentlich schon, oder? Ja, das hatten wir schon. Weil wir ja hier schon überall waren, in den Deus Ex Police Department. Das kleine Deus Ex Zocker. Kleine Deus Ex Zocker Area. So. Willst du geschnappt werden? Du bist so unauffällig wie ein Tornado. Hier sah es schon so aus, als ich reinkam. Ja, ich weiß. An wie vielen Orten kann man in so einem winzigen Raum ein Buch verstecken? Wer weiß. Berühren. Einige Objekte lösen bei Ronan ein Flashback aus. Folge den Geräuschen, die die stärkste physische Energie kennzeichnen. Ich merke aber gar nichts irgendwie auch. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt an der Musik liegt, wo ich jetzt drauf achten soll. Ich nehme das mal. Die Akte ist vertraulich. Es war falsch. War ja irgendwie klar. Also ich kann mich hier nicht irgendwie orientieren, woran ich hier was erkenne, weil... Ich nehme das mal. Jemand hat wohl ein echtes Vorstrafenregister versteckt. Jetzt habe ich den Beweis. Er hat diese Akte nie benutzt, um mich zu erpressen. Klar, lass dir Zeit, keine Eile. Das Buch findet sich bestimmt von selbst. Okay, nur die Ruhe. Cops verstecken Dinge nicht so offensichtlich. Ich muss nur dahinter kommen. Ich muss das Notizbuch der Mutter, der Zeugin, finden. Vorstrafenregister. Rex hat Baxter davon abgehalten, mich zu erpressen, um mein Vorstrafenregister gegen mich zu verwenden. Sie haben. Mach schon, wir müssen dieses Buch finden. Sie haben eine neue Nachricht?
Neue Nachricht. Jemand hat Baxter eine Voicemail hinterlassen. Okay, wir können sie aber leider nicht abhören. Vielleicht kann sie das gleich machen für uns. Angeben, Champion. Bowling-Champion. Das macht Baxter also in seiner Freizeit. Hm? So, was haben wir hier noch? Fahrkarten. Baxters Fahrkarten? Warum sollte Baxter die Stadt verlassen? Hm. Es wäre einfach alles viel zu einfach. Terror von 1992 Salem. So, Baxter hat sich über die Geschichte Salems informiert. Sieht nicht nach etwas aus, das ihn interessieren würde. Haben wir noch einen Hinweis? Hier. Zu dienen und zu beschützen. Klassenfoto der Akademie. Baxter hat die Akademie 2 Jahre vor mir abgeschlossen. Förderungsempfehlung. Mann, war ich stolz, zum Detective ernannt zu werden. So, 7 von 10 Hinweise haben wir jetzt. Hm. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder schauen, ob wir noch was finden. Kannst du den Anrufbeantworter abhören? Okay. Baxter, du wurdest von dem Fall abgezogen. Ich will die Akten und das Buch des Mediums haben, sofort. Rex fragte immer noch nach dem Buch. Es muss also irgendwo hier sein. Gut. Baxter hat das Buch wahrscheinlich irgendwo in seinem Büro versteckt, weil Rex noch danach suchte. Langsam kommen wir ihm auf die Schliche. Such einfach weiter. Aber wo könnte er es versteckt haben? Hm. Sollten wir vielleicht doch erstmal ausprobieren, ob wir... Okay, das können wir gar nicht machen, die Hinweise zusammenfügen. Das heißt, wir müssen hier irgendwo noch was finden. Ist. Okay, raus dürfen wir nicht. Das heißt, das muss hier sein. Die Frage ist nur, wo? Detailanalyse. Was hat das Mal an der Wand verursacht? Schatten? Passt zum Körperumriss. Schrift. Aufgedruckt. Projiziert. Gewehrschrank. Fleck. Gezogen. Nein, das war falsch. Es könnte auf jeden Fall von uns sein. Obwohl, warte mal, das könnte der Gewehrschrank sein. Schatten ist es nicht, das wird wahrscheinlich... Der Gewehrschrank lässt sich wahrscheinlich verschieben. Gezogen war falsch. Ist es Schrift, ist es auch nicht. Fleck vielleicht? Und projiziert? Nein, dann ist es aufgedruckt. Verdammt. Gewehrschrank. Der Gewehrschrank ist an ein Scharnier befestigt. Ob er ein geheimes Fach oder so verdeckt? Der versteckter Hebel drin sein, der nach innen aufgeht. Ich sag's besser dem Mädchen. Hebel. Ein mehrfügiger Hebel sichert den Gewehrschrank. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ich glaube, ich hab's. Zeig's mir. Da ist ein Knopf an der Seite des Waffenschranks. Ja. Ja, das ist es. Tatsache. Bitte sag mir, du weißt, was all diese Symbole bedeuten. Ja, ein paar davon kenne ich. Hä? Komisch, ihr letzter Eintrag lautet, er weiß von mir. Oh Gott, das heißt, er war hinter ihr her. Das weißt du nicht. Komm, wir müssen weiter. Oh, Mist. Hey, was ist das? Das Museum.
Wie kommt das in Ihr Buch? Keine Ahnung. Nimm es einfach, wir finden es später raus. Vielleicht sollten wir doch mal im Museum vorbeischauen. Sie ist hier irgendwo. Oh, oh. Check du die Büros. Wir müssen los. Bleib außer Sicht. Los, los! Jetzt sollten wir uns ein wenig beeilen. So, Gala-Einladung. Ein Flyer der Gala im Historischen Museum Salems. Warum sollte der im Notizbuch ihrer Mutter sein? Sehr merkwürdig. Nicht anhalten. Was ist mit dem Teil los? Los, 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 los. Bleib hier. Kann ich nochmal rennen? Achso, okay. Okay, das hat nicht funktioniert. Wie kriege ich die beiden da weg? Verdammt. Vielleicht hier? Ah ne, das war ja nur für die, das war nur für die Papiere gewesen. Verdammt. Es wird wahrscheinlich, die beiden werden das wahrscheinlich sein. Ich frage mich nur, kann ich hier was machen? Auf der Toilette? Okay, da kann ich nur die Gedanken lesen. Die Frage ist nur, wie... Ermittlung. Moment. Da haben wir noch was. Haben wir hier noch was übrig? Was wir noch machen müssen? 11 Hinweise? Haben wir hier irgendwas nicht aufgeklärt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sehr merkwürdig. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir ihr jetzt helfen können, weil der Automat bringt da anscheinend nichts. Hui, 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 hui. Und da verschwinden die Döschen. Für Gefühle ist kein Platz. Verdammt. La 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 la. Hier stehen ja auch noch welche. Wir müssen wahrscheinlich hier vorne raus. Ich frage mich nur, wie. Hier können wir nichts machen, ne? Hauptsache, das ist Just Cause Spy-Poster an der Wand, natürlich. Das haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen. Ist übrigens mal wieder eine neue Aufnahmesession. Für alle, die es interessiert. Ich weiß nicht, wie. Oder vielleicht müssen wir sie befragen. Kleinen Moment. Ja. Warte, warte. Ich muss nachsehen, ob die Luft rein ist. Rex. Oh, oh. Wer ist das? Ein Kopf, dem du aus dem Weg gehen solltest. Okay, du musst zu dem Raum dort gelangen, aber warte auf mein Signal. Hey, Lieutenant, warten Sie. Wissen Sie, was der ganze Aufruhr ist? Los, los, los! Wir durchsuchen das Gebäude. Ist sie mit Houdini verwandt? Diese Räume sind von außen abgesperrt. Ich frag Sie, wenn wir sie haben. Hören Sie, ich... wollte sagen, Ronan war ein klasse Cop. Hat die Marke mit Ehre getragen. Ich hasse es, wenn man mich anlügt. Ich lüge nicht, aber naja, kein Grund auf seinem Grab rumzutrampeln. Er hat die Marke getragen, weil er dachte, sie schüchtert die Leute ein. Und gleicht den ganzen Mist aus, den er früher getan hat. Dass er alles wieder ins Lot bringt oder beweist, dass er nicht der ist, für den ihn alle halten. Tja. Ich kann verstehen, dass die meisten glaubten, er lebe auf der falschen Seite der Gefängnismauern. Und vielleicht stimmt das sogar. Hey, hey, ich weiß Bescheid. Aber er war ehrlich. Er konnte dir in die Augen sehen und dir genau sagen, was er dachte. Diese Art von Mut scheint dieser Tage selten zu sein. Er hatte nicht viel, worauf er stolz sein konnte. Aber wenigstens hat er nie versucht zu verbergen, wer er war. Tut mir leid, Sir. Es ist verantwortet. Was habe ich gerade übers Lügen gesagt? Können wir von ihm auch Besitz ergreifen? Bleib mal stehen. Nein, können wir nicht. Aber von ihm, aber wir können nichts machen. Verdammt.
So. Ja, er sagt Lügen. Scheiße, was ist das für ein Ort? Die Glockenmörder-Einsatzzentrale, alles, was wir bis jetzt über den Fall wissen. Nun, ich hab, was ich brauche, also. Man hey, sieht sich. Wenn du weiter versuchst, das allein durchzuziehen, bringst du dich noch um. Einigen wir uns auf. Ich schuld dir was. Scheiße. Ja, Mist. So eine Kacke aber auch. Können wir denn jetzt hier irgendwas aufklären hier? Also, ich glaube nicht, ne? Okay, verfolge Joey nach draußen. Aber hier haben wir noch nichts aufgeklärt, weil da noch Ermittlungen stehen. Können wir denn... Das wäre ja hier, Baxters Büro, ne? Aber wir können das nicht aufklären, zumindest... Sehen wir denn irgendwo, wo wir es aufgeklärt haben oder so? Nee, Quatsch, Bex, das Büro war das ja nicht. Tankstelle, ja, Tankstelle hatten wir auch noch nicht. Das war das mit dem Boot, das war mit dem Boiler. Hier ist das. Glockenmörder, Einsatzzentrale. Da haben wir zwar alle Hinweise, aber ich glaube nicht, dass wir hier schon komplett durch sind, was jetzt angeht hier mit... Weil da steht Ermittlung. Verstehe ich nicht so ganz. Wir können ja aber auch nichts mehr tun. Poltergeist. Ich schaue nochmal intensiv. Kann das sein, dass das Entwickler sind, die da drauf sind auf den Bildern? Oder Entwicklerinnen oder die Frauen von den Entwicklern? Ich weiß es nicht. Nee, aber so richtig was tun können wir nicht mehr. Na nun gut. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht so schlimm ist, wenn wir dann weitergehen. Jawohl, die Stadt betreten. Ich kann mir gut vorstellen, wo sie hingeht. Hey, so leicht kommst du mir nicht davon. Wenn dir so viel an dem Fall liegt... Dann find deine eigenen Beweise. Ohne mich wirst du deine Mutter nicht finden. Was? Ja, ohne mich. So, was bringt sie dazu, mir zu helfen? Motiv des Mörders? Ausgerissene Zeugin, Notiz der Mutter der Zeugin. Mutter der Zeugin wird vermisst. Lauter Schrei. Der Zielort der Zeugin, Identität des Mörders. Ich würde eher behaupten, dass es wahrscheinlich Mutter der Zeugin wird vermisst. Weil das wird sie wahrscheinlich dazu bringen, uns zu helfen. Die Mutter der Zeugen wird seit ein paar Tagen vermisst und hat keine Ahnung, wo ihre Mutter hin ist. Okay, das war falsch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht Motiv des Mörders? Okay. Notiz der Mutter der Zeugin. Jawohl. Geh jetzt. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Okay, hör mal. Deine Mutter schrieb das Buch, um zu helfen, den Mörder zu fassen. Aber es wird dir nicht sagen, was ihr passiert ist. Die Antworten auf unsere Fragen bekommen wir nur, wenn wir den Mörder finden. Ich brauche einen Helfer in der Welt der Lebenden und du brauchst einen Detective. Sag schon ja, Mann. Ihr letzter Fall. Ashland Hills Friedhof. Sie können es nicht sehen, aber es ist da. Was? Keine Ahnung, Schätze. Mom hat gedacht, dort gäbe es einen Fall, der mit dem Glockenmörder zu tun hat. Die Cops sahen das anders. Gut, dann gehen wir als nächstes. Ashland Hills. Wir? Komm schon, wir brauchen einander. Du brauchst mich wesentlich mehr als ich dich. Von mir aus Partner? Okay. Fürs Erste. Der Moment ist alles, worum ich mich sorge. Ronan. Mein Name ist Ronan O'Connor. Ich bin Joy. Im Ernst? Ist Ronan etwa besser? Haben deine Eltern gedacht, dass du mal ein Gladiator wirst? Wir gehen also wirklich auf einen Friedhof. Yep. Yep.
Ich muss was erledigen. Schlag vor, wir treffen uns dort. Nein. Nee, so läuft das nicht. Wenn du mir folgst, kannst du unsere Abmachung vergessen. Wenn es so sein soll, dann sehe ich dich dort. Wenn nicht, dann nicht. Du tauchst besser auf diesem Friedhof auf, Kleine. Du bist die einzige Lebende, die mir bleibt. Genau. Ach, guck mal, wer da oben wieder ist. Schau mal einer an. So, Partnerschaft. Joy braucht meine Hilfe, um ihre vermisste Mutter zu finden. Und kann mir helfen, den Glockenmörder aufzuspüren. So, ich hatte gerade mal so ein bisschen mein Mikrofon gerichtet, nicht wundern. Begib dich zum Ashland Hills Friedhof. Ja, aber wir haben noch so viele Sachen hier zum Aufklären. Das ist einmal mit der Tankstelle, das schnalle ich noch nicht so ganz hier. Das ist mir noch alles noch so ein Rätsel. Tja, keine Ahnung. Aber diesmal hat das anscheinend gespeichert. Hat der rote Haare? Okay. Ich weiß nicht, ob wir nochmal zurückkommen hier zum Dings. Müssen wir mal schauen. Gehen wir erstmal Richtung Friedhof. Aber ich würde sagen, wir gehen in Richtung Friedhof in einer weiteren Folge. Und dann, ja, sehen wir uns wieder bei Murdered Soul Suspect. Und ihr schaltet dann wieder fleißig ein. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao.